Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dr. Pirks spielt Bane of the Cosmic Forge. Es ist schon ein Weilchen her, dass ich das letzte Mal gespielt habe, deswegen muss ich mich erstmal kurz orientieren. Ich habe, bevor ich angefangen habe, Sin ihre Schwerter mal weggenommen, damit wir ihren Hands and Feet Skill noch so hoch pushen, dass sie keine beim Levelaufstieg keine Punkte mehr in diesen Skill gesteckt werden, automatisch. Das hätte ich eigentlich schon länger so machen sollen. Allerdings, kam der freundliche Hinweis, dass das ein Fehler war, zu einer Zeit, wo ich die ganzen Videos leider schon aufgenommen hatte. Deswegen kommt es jetzt erst. Aber jetzt, also Sin erstmal wieder ohne Waffe. Gut, so, sieht denn das hier? Oh, wir müssen rasten. Okay. Toll. Wie schön. Tja, wahrscheinlich werde ich dieses ganze Video wieder nur damit zubringen, zu versuchen zu rasten. Das wird in Zukunft häufiger passieren. Also, wir kommen jetzt in die Bereiche des Spiels, wo das wirklich Rasten ein Problem ist. Oh, super. Mal was Neues. Jojo, immer drauf. Na, immerhin. Würdest du vielleicht noch mal? Ja, die schlafen schon. Na, immerhin. Gut. Dankeschön. Ach, ist ja immer noch einer. Meine Güte, ja, hau ihn tot. Nein. So.
Gut, dann fangen wir hier mal an. Cure Paralysis. Nein, mal lieber voll. So. Oh. Ach Gott, und noch drei Mountain Giants. Das ist ja ganz hervorragend. Ganz hervorragend. Du bist auch wach. Naja, gut. Zumindest sind die deutlich... Autsch! Deutlich einfacher zu handhaben als diese blöden Zombies. Ah, shit. Oh Gott, ja, da werden wir noch ein paar Mal rasten müssen. Ich werde das aber einfach mal im Video lassen. Ich werde das nicht rausschneiden. Ihr sollt ruhig mal miterleben, wie unangenehm dieses Spiel sein kann. Auch wenn wir vermutlich in diesem Video nichts anderes machen werden, als versuchen, uns genügend auszuruhen, damit wir dann endlich dahin können, wo wir hinwollen. Großartig, großartig. Yes. Okay, Magierin ist wach, dann können wir hier mal ein bisschen... Na, muss reichen. Alarm machen. Was natürlich die Rastzeit wieder verlängert, aber... Ey! Unaffected, das ist... Na, das hat's ja nicht so gebracht. Sin, willst du nicht mal wach werden? Und Lucius? Keine Lust? Ja. Das ist eine von den Sachen, die das Spiel mitunter etwas zäh gestalten. Wenn man nicht gerade in der Nähe eines Brunnens ist, der einen erfrischt, kann man da wirklich eine ganze Weile zubringen, nur mit Rasten. So.
So, wie sieht's aus? Fast voll. Voll. Na gut, einmal noch. Okay, jetzt können wir dann mal los. Aber vorher... So, Verzeihung, kleiner Niesanfall, den ich rausgeschnitten habe. Wo war ich? Das haben wir schon. So, du machst... Und... So, jetzt können wir aber los. Also... So, hier waren wir ja in dieser komischen Grabkammer-ähnlichen, ägyptisch anmutenden Grabkammer. Und ich weiß nicht, ob wir hier schon überall waren. Nein, hier waren wir offensichtlich noch nicht. Ich will mal was ausprobieren. Na? Oh, doch, das da. Ja, das immer. Irritated, das funktioniert. Terror funktioniert auch. Gut. Cure Paralysis. Und... Sehr gut. Dann machst du mal Cure Lesser Condition und gucken, was wir hier haben. Nix. Gut. Jo. Waren wir hier schon? The tunnel is filled with sand, making further travel into it impossible. Okay. Hier ist Sand. Super. Hallo? Oh, ist noch mehr Zombies, das ist ganz hervorragend. So. Och, ziemlich... Seid ziemlich früh dran. Blöden Zombies. Also, das hatte ich ja auch schon mal erwähnt. Diese Zombies sind kein Vergleich mit den Zombies, die man sonst so gerne mal in Rollenspielen trifft. Die ja eher so Kanonenfutter darstellen. Oh. Ja, ach Mensch. Könnte ich jetzt auch mal drankommen? Nein, kann ich nicht. Lalala. Ja, super. Ah, großartig. Großartig.
Einer, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, jetzt schlaft er alle vorhin. Oh, das ist auch rot. Blödes Spiel. Na gut, jetzt werdet ihr alle wieder wach. Zwei und dann 24, das ist beeindruckend. Okay. Gut, nächster Raum. Nichts zu sehen. Haben wir noch? Ich brauche unbedingt noch einen weiteren Cure Lesser Condition. Aber das sind so Sachen, die da muss ich einfach der Tatsache Tribut zollen, dass es so lange her ist, dass ich das Spiel das letzte Mal durchgespielt habe. Merke, bevor man hier in diese in diesen ägyptischen Bereich geht, mindestens zwei Leute mit Cure Lesser Condition. Du hast den nicht, ne? Nee. Und du auch nicht? Nee. Okay, gut. Ja, dann wollen wir mal gucken, wo wir hier sind. Aha. Faded paintings depicting brown people engaged in growing crops, bathing and dancing in costumes cover the walls. A record most likely of daily life. Aha. Dann waren diese dunkelhäutigen Frauen, die mal vor Ewigzeiten vor uns weggelaufen sind, dann gehören die bestimmt hierzu. Mhm. Ja, interessant. The walls are made of earth, blocks of clay engraved with fanciful designs. A quick look around reveals that all the walls are this way, suggesting a royal or sacred air about the place. Ja, dann würde ich mal sagen, nee. Willkommen in der Amazulu-Pyramide. Hier werden wir uns jetzt für die nächste Zeit exklusiv drin aufhalten. Und das ist eine gute Frage, wo wir jetzt erstmal hin müssen. Das ist vom Prinzip ähnlich den Zwergenminen. Das ist nicht ganz so kompliziert. Dafür sind die Kämpfe deutlich unangenehmer. Wie wir ja, nicht wahr, schon zur Genüge bemerkt haben. Jo, gehen wir denn mal als erstes hin? Ich guck mal kurz in meine Karten. Wo will ich denn hin? Gehen wir mal, da geht's nach Süden. Das ist gut, gehen wir mal hier hin. Ah, emerging outside, you're standing on the ledge of a great pyramid. A temple which is arising from the mountain and completely bordered by jungle. Aha, gut. Hallo! Hier oben ohne Zeit. Amazuli. Und ihr wollt jetzt mit mir kämpfen? Finde ich ein bisschen enttäuschend. Aber, na gut, wenn ich schon mal hier bin. Ach Gott, wir sind ja alle noch gedingst. Ne? Das wird ja ein unschöner Kampf. Ich weiß gar nicht, ob die zaubern können. Frauen erschrecken macht immer Spaß. Blinded, 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 blinded. Aua!
Nee. Noch nicht immer auf Rasa ihr, Mensch. Ihr seid doch schon blind. Warum trefft ihr denn noch ständig? Frechheit. So, jetzt seid ihr blind und habt Angst. Na komm. Gucken wir mal, was Feuer macht. Ja, zumindest scheint ihr nichts Besonderes zu machen bisher. Ich weiß auch ehrlich gesagt nichts mehr von denen, was die können und nicht können. Das ist also auch für mich wieder neu. Okay. So, dann. Aha. So, nehmen wir mal mit. Okay, ja, da würde ich sagen, haben wir doch unseren ersten Kampf hier in der Pyramide gut überstanden gegen die offensichtlich Einheimischen. Und dann würde ich sagen, werde ich an dieser Stelle das Video mal beenden. Ich habe hier gerade auch ein paar kleinere Performance-Probleme. Mal gucken, ob wir da dem auf den Grund gehen können. Ja, auf jeden Fall, das war die Einführung in die Amazulu-Pyramide. Beim nächsten Mal werden wir dann hier weiter vordringen und gucken, was wir hier bestellen können. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, also, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.